Peru ist das 27. Land, das in der Geschichte der Rally Dakar durchfahren wird. Und die 12. Etappe heute ist wohl die schwierigste dieser Ausgabe. Sehen wir uns diese Strecke etwas genauer an. Die Strecke wird extrem schwierig werden. Das zu durchfahrende Gelände ist wirklich optimal für so ein Rennen. Es geht bei dieser Etappe über 20 Kilometer durch die Dünen. Ein unübliches Gelände, das einigen zu Verhängnis werden könnte. Sie haben den Schwierigkeitsgrad etwas angehoben. Solche Dünen ist man bei der Rallye Dakar gar nicht mehr gewöhnt. Es sind ziemlich kleine Dünen. Wenn man an die ranfährt, nimmt man sie erst einmal gar nicht so ernst, denn sie sind wirklich nicht sehr hoch. Doch sie sind extrem schwer zu durchfahren, da der Sand so fein ist und da sie nicht sehr hoch sind, weiß man nicht unbedingt, wie man sie in Angriff nehmen soll. Man hat kaum Zeit, eine Entscheidung zu treffen, wenn man sie anfährt. Und da kann man sehr schnell stecken bleiben. Man denkt immer, man macht es besser als die anderen, doch stecken bleibt man trotzdem. Von den Tuareg wird diese Art Dünen Erg genannt. Das sind weiche, schwer einzuschätzende Dünen, die immer in Bewegung sind. Das ist kurz vor der Ankunft in Lima noch eine echte Falle. Zwei Tage vor Schluss wird es dann noch einmal richtig brenzlig. Die, die schon länger dabei sind, wird das an die Dünen Mauretaniens erinnern. Und für die Neulinge wird das ein wahres Erlebnis. Der weitere Höhepunkt dieser Etappe wird der Abschnitt, der am Strand entlang gefahren wird. Man muss sehr eng am Meer entlang fahren, wenn man vorne mit dabei sein will. Das ist nicht ungefährlich. Das ist gar nicht so einfach, denn man muss versuchen, sich im nassen Sand zu halten. Man muss demnach dicht ans Meer heranfahren und sich zwischen den Wellen durch den nassen Sand schlängeln. Das ist nicht einfach. Das Erkundungsteam hat 15 Stunden gebraucht, um die 200 Kilometer lange Strecke hinter sich zu bringen. Die Teilnehmer der Rallye Dakar 2012 haben hier demnach einige Schwierigkeiten zu erwarten.